Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Heiß, heißer, extra chill. Willkommen, ihr Lieben, zur 396. Episode eures Lieblingsmusikpodcasts. Wie schon in der letzten Ausgabe angekündigt, erwartet euch heute am 15. Juli 2023 eine ganz besondere Folge, denn ich habe mich entschlossen, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Schon in den Jahren, als ich diese famose Sendung mit meinem Partner Jürgen Sutter produziert habe, war die letzte Episode vor der alljährlichen Sommerpause nicht selten ein XL-Uptempo-Party-Mix. Und genau das erwartet euch heute auch. Allerdings mit einem Schwerpunkt, und der ist Hausmusik in diversen Schattierungen. Warum gerade Haus? Im Frühjahr begegnete ich dem Hauslabel Deep Wit Recordings erneut bei meiner üblichen Musikrecherche und hatte gleich ein paar Stücke im Fokus, die ich auf jeden Fall in die Sendung einbauen wollte. Zusätzlich kam vor einigen Wochen eine weitere Entdeckung dazu, nämlich das Label Copy Cow, das ich in der letzten Extra Chill Ausgabe schon erwähnt habe. Und so sind diese beiden Labels heute besonders stark vertreten auf der Playliste, die ich für diesen Zweck verdoppelt habe, auf 16 statt der üblichen 8 Tracks. Weitere Titel stammen von der Plattform Jamendo.com, die ich schon in der Vergangenheit gerne bei den Uptempo-Mixen genutzt habe, und von Space Lunch und Digital Diamonds. Und eben da beginnt mein Hausmix, der, wie immer, ein durchgehendes Set ohne Unterbrechungen ist. Ich stelle die Titel und Künstler jetzt kurz vor und dann entlasse ich euch mit einem rund 90-minütigen Hausfeuerwerk in die Sommerpause. In der letzten Ausgabe stellte ich Ohad Slavin mit seiner Hyde-EP vor. Wie gesagt, erschienen bei Digital Diamonds. Es gilt nach wie vor die goldene Extra-Chill-Regel, dass hier nie ein Stück zweimal gespielt wird. Allerdings sind Remixe davon ausgenommen und so startet das Set gleich mit dem Timboletti-Remix des Titelstücks, das in der letzten Episode im Original zu hören war. Und damit schlage ich den Bogen zum Label Copy Cow, denn nicht nur das Label stammt aus Essen, sondern auch einer der Labelchefs. Denn hinter Timboletti steckt Tim Reichelt, der sein kleines Haus- und Electronica-Label gemeinsam mit Georg Breger betreibt. Ein DJ und Produzent, der unter seinem Familiennamen in Erscheinung tritt. Die beiden Jungs sind nicht nur als Remixer tätig, sondern produzieren auch Musik, auch gemeinsam, wie die Dusty Archives EP aus dem Jahr 2015, aus der wir das Stück Tanzen hören werden. Mit freundlicher Unterstützung des österreichischen Sängers und Kabarettisten Georg Kreisler, von dem die Gesangssamples stammen. Timboletti bekommt später noch einen Solo-Auftritt, doch wir machen erstmal weiter mit einer Neuvorstellung. Aus der Ukraine stammt ein Mann, der ebenfalls unter seinem Familiennamen auftritt, nämlich Gostration. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Beim Vornamen habe ich weniger Probleme, Lukas geht mir leichter über die Lippen. Ich entdeckte sein Stück Deep bei Jamendo.com. Jetzt folgen zwei Künstler von Deep Wit Recordings. Ein guter Bekannter ist das Projekt Deep Hope aus Spanien. David García hat so manchen Uptempo-Mix bei Extra Chill veredelt in der Vergangenheit. Heute gehen wir mit ihm essen und es gibt Sushi. So der Titel seines Stücks aus dem Album In-House Deep Hope. Mit dem Solo-Projekt Processing Wessel stellt sich ein Produzent aus San Diego zum ersten Mal in meinem Podcast vor. Er heißt Murat Vural und brachte bei Deep Wit ein Album mit dem Titel Come and Play heraus, aus dem wir das Titelstück im Originalmix hören werden.
Zwischen die nächsten beiden Tracks von Deep Wit schiebe ich ein weiteres Fundstück von Jamendo.com ein. BKS ist, laut Bandcamps Seite, ein Trio aus Frankreich. Aus dem Jahr 2015 stammt die Pressure EP, aus der ich das Stück Karma auskoppeln werde. Zurück zu Deep Wit Recordings mit zwei weiteren extra chill Neuzugängen. Zuerst geht's nach Kasachstan, ein weiteres neues Land auf der extra chill Landkarte übrigens, zum Solo-Projekt Woki Toki. Auch ihm widmet das Label ein Album aus der In-House-Serie. Wir hören das Stück Sense. Vom Kaspischen Meer geht's westlich ans Schwarze Meer, denn das Projekt Sarandab kommt aus der Ukraine. Wladislav Sarancha produzierte unter seinem Pseudonym das Stück Make Mistakes für die Spring Moods 12 Compilation. Mein heimlicher Favorit des Sets übrigens. Danach hören wir wieder Musik von einem guten Bekannten von Jamendo.com. Das niederländische Solo-Projekt Café del Chilla ist uns bislang meist mit entspannten Sounds im Ibiza-Style aufgefallen, ist aber genauso gut im House-Sektor aufgestellt, wie das Stück No More aus dem Album Colors and Sounds beweisen wird, das ich an der 9. Stelle des Sets eingebaut habe. Wir bleiben bei Jamendo und besuchen ein letztes Mal die Ukraine. Und mit dem Solo-Projekt Borosan steht endlich eine DJin auf meiner Bühne. Ihren Namen konnte ich leider nicht herausfinden, aber ihre drei Singles sind neben Jamendo auch bei Spotify und Amazon Music gelistet. Wir hören gleich die Nummer What You Need. Ein letztes Mal geht's nach Kopenhagen zu Deep Wit Recordings und zu einer Neuvorstellung aus England, denn Kulf Gatora gibt mit dem Titelstück seiner Cloudside EP sein extra chill Debüt. Und das hören wir wieder im Originalmix. House Sound at its Best ist das Stück Kiss the Needle von Modul 808 oder Modul 808 oder Modul 808. Ein Solo-Projekt aus Deutschland, das ich in Episode 390 vorgestellt hatte. Der Track ist Teil der wohlbekannten Compilation Melotonin Various Artists 5, aus der es gleich noch einen Nachschlag geben wird. In die Space Lunch Single-Reihe Components haben wir in den vergangenen Episoden schon mehrfach reingehört. Heute ist Number 12 an der Reihe und die stammt von Terzi Mason oder Terzi Maison, wobei ich nicht weiß, ob sich dahinter ein Künstler oder eine Künstlerin verbirgt. Ich konnte leider keine Details im Internet finden. Das Stück wandelt zwischen House und Chill-Out und fällt damit ein bisschen aus dem Rahmen. Definitiv nach Haus klingt das Projekt Moods Club. Eine Kostprobe bekamen wir bereits in Episode 391 auf die Ohren. Heute steht die Nummer After Dark auf der Setliste, die wie das Stück von Modul 808 eben auf der Compilation Melotonin Various Artists 5 zu finden ist, die ich damit nun endgültig ausgelutscht habe. Wir kehren zum Beginn des Sets zurück, denn es fehlt noch der Solo-Auftritt von Tim Bulletti. Sein Track Why Does It Hurt To Say Goodbye erschien allerdings nicht bei Copycow, sondern auf der eigenen Bandcamp-Seite als Teil des Albums Potrams. Vom Titel her wäre das ein guter Rausschmeißer gewesen, aber ich habe mich für ein anderes Stück entschieden, wieder von einer Neuvorstellung und wieder ein Fundstück von Jamendo.com. Wer sich hinter dem Namen The Black Parrot verbirgt, kann ich leider nicht sagen. Fest steht nur, dass er oder sie aus den USA stammt, wobei nicht klar ist, ob aus North Carolina oder Alabama. Die Angaben bei SoundCloud und Bandcamp sind nicht eindeutig. Die Single Neptune wurde bereits vor 10 Jahren produziert, ist aber mit seinen House-Sounds, die sich in Chill-Out auflösen, ein perfekter Schlusspunkt meines langen Sommermixes. Wie üblich könnt ihr alle Links zu den heutigen Gästen und die Bezugsquellen der Tracks auf meiner Homepage extrachillpodcast.de nachlesen und dort diese Episode auch als Original-ACC-Datei herunterladen oder ihr nutzt den Webplayer oder eine Podcast-App eurer Wahl. Extrachill ist gelistet bei Spotify, Deezer,
Pocket Cast, Amazon Music, Apple Music, YouTube und vielen Plattformen mehr. Kommentiert meine Show dort oder teilt sie in den sozialen Netzwerken, wo ich übrigens nicht zu finden bin, also kein Instagram, Twitter, Facebook oder ähnliches. Allerdings bin ich bei Soundcloud vertreten, unter der Adresse soundcloud.com/extrachill. Kommentare sind dort ebenso möglich wie die Chance, mich auf eure Podsafe-Musik aufmerksam zu machen. E-Mails mit Urlaubsgrüßen erreichen mich unter der Adresse extrachillpodcast@gmail.com. Unterstützt meine Gäste und die Labels bitte mit Feedback und dem Kauf der Musik. So, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich in die vierwöchige Sommerpause. Habt Spaß mit diesem aufregenden Hausset und hört ab dem 15. August wieder rein, denn dann erscheint Episode 397. Macht's gut, genießt den Sommer und die Ferien und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill.
kann tanzen, doch ich tanze nicht. Ich kann tanzen, doch ich tanze nicht. Ich kann singen, doch ich singe nicht.
Thank you.
Gotta get what you want, gotta get what you need.
Better take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Really don't matter.
Extra Chill.